Oh, Manuel! Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum ich das hier tue, denn ich nehme diese Episode direkt im Anschluss auf die letzte Special-Episode auf und da habe ich ja schon neue Level von German Let's Play gespielt. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser Special-Folge von Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2! Und jetzt geht's wirklich an die knackigen Nüsse. Es geht an die Level von GLP, einem stadtbekannten YouTuber, die eine 0 vor dem Komma stehen haben. Das heißt, nicht mehr die leichtesten Level. 4 von ihm habe ich schon beendet, aber die waren alle jetzt nicht gerade, glaube ich, dafür berühmt, die besonders schwierigen zu sein. Die hier aber jetzt geht's los. Das ist das leichteste der schwierigsten. Also 0,58%. Lava is coming. Schauen wir einfach mal. Lava, die ganze Zeit kommt, ist jetzt nicht so das, wovon ich am liebsten nachts träume. Aber ich bin jetzt mal unvoreingenommen. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt zumindest auch schon mal so ein bisschen warm gespielt. Normalerweise nehme ich die Episoden immer sehr kalt auf. Und mit kalt meine ich in dem Sinne, das könnte jetzt hier schon fast zu spät sein, auch wenn der Anfang ganz gut lief. Oh, das wird, es ist nicht zu spät gewesen, aber es war schon sehr knapp. Boah, ist alles so übel knapp, Mann. Alter, ist es alles übel knapp. Okay, da ist eine Tür. Bin mal gespannt, ob ich in die Tür soll man rein. Man soll rein in diese Türe. Es ist natürlich hier ein deutlicher zeitlicher Stress vorhanden und noch weniger Platz für Fehler als in einem Level, in dem sowas nicht drin ist. Und ich mache die Sprünge hier gerade alle immer noch mit so einem... Ihr seht, ich gehe in der Luft irgendwie nochmal leicht mit dem Steuerkreuz zurück. Das liegt daran, weil ich noch Angst habe. Muss ich da vielleicht... Ich hoffe, ich muss da nicht rechts lang. Oh! Da muss man richtig, richtig springen, muss man da. Und da ist eine Schlüsseltür. Vielleicht brauche ich da doch vorher einen Schlüssel. Ich bin mir sicher, ich spiele jetzt komplett erstmal diese Rude und nachher finde ich raus, geht eigentlich rechts lang aus irgendeinem Grund. Das wird dann besonders geil. Und ein Moment, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Das wird richtig cool, ey. Wenn ich da mit irgendwelchen Drehsprüngen oder sonst was vertändeln muss. Oh! Hier kann man doch ganz anders drüber springen. Warum benutze ich da überhaupt die Blöcke? Macht auf den ersten Blick gar nicht so viel Sinn. Weil es die sicherere Bank ist, auf den Schalterblöcken rumzuspringen. Die sind ja auch weiter oben. Deswegen mache ich jetzt das einfach mal. Fuck the laws, yes? Hier, look. Oh, wusste er, dass es so Schlingel gibt, die hier sowas machen wollen. Aber ich sag's mal so, bei unserem geheimen privaten Dinner, das Manu und ich immer zur Gamescom machen, seit Jahren, ich kenne den Jungen ja schon ewig, da werde ich ihm, glaube ich, nach all diesen Leveln nicht die Kusshand direkt reichen können. Normalerweise wird immer, das ist hier Quatsch, das ist doch Troll, oder? Das ist doch Troll, dieser zweite Schalter. Also die Kusshand wird es nicht geben direkt. Normalerweise wird immer heiß rumgemacht. Aber die Level hier, die brechen irgendwas in mir, irgendwas in meiner Liebe. Für Manuel! Versuch über Versuch über Versuch über Versuch. Oh, okay. Oh, oh, ein Checkpoint. Ein Checkpoint. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Dass hier sowas existiert wie ein Checkpoint, finde ich ja krass. Oh. 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 Hier kommen aber viele von euch Schlawinern raus. Wie soll ich denn das machen? Erstmal Nase putzen. Nase putzen, Nasenschmutz. War das alles, während ich todkrank bin? Allein der Checkpoint motiviert mich aber mal so richtig. Ich glaube, hier lasse ich den Block mal raus, aus dem kein Pilz rauskommt. Weil wer braucht das schon? Ist hier einfach durchrennen mit dem Pilz denn die richtige Entscheidung? Oder nicht? Vielleicht da drüben, also oben. Oben befindet sich hier so ein Bombenschießgerät. Das schießt die Dinger. Aber da brauche ich eigentlich einen Stern, oder? Ah, da ist auch einer drin. Guck mal, ich wusste, dass da oben was ist. Ich wusste, dass da oben was ist. Und ich werde es mir gönnen.
wie bitter das sein muss, wenn man diesen Stern irgendwie aus irgendeinem Grund erst, ja, ich sag's mal, wie es ist, sehr spät findet. Man muss natürlich trotzdem auch erstmal beim Stern landen. Das wird jetzt auch noch so ein kleines Projekt. Ein Stern, der meinen Namen trägt, alle Zeiten übersteht. Den schenke ich mir heute Nacht. Den Sprung sollte ich mir eher schenken. Da links in die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus jetzt. Wir rennen. Darf man nicht unten drauf springen. Da einfach durchspringen ist da die Lösung. Huch! Das ist aber auch fies, dass man echt intuitiv auf den geilen Stein springen will, der da runter geht. Alle Zeiten übersteht. Schaffe ich das noch? Ich glaube, ich habe hier viel zu lange gebraucht und die Lava wird mich gleich einfach völlig auseinandernehmen. Oh, die bleibt hier stehen. Das ist ja cool. Guck mal, ich habe sogar schon direkt wieder alles gefunden. Ach, kennt ihr das hier? Hier muss ich klein sein. Was ist das denn? Da ist der Stern Troll oder wie? Aber guck mal, ich habe das... Ich kann jetzt hier... Jetzt nehme ich mir einmal. Ich brauche den Stern, aber muss klein sein. Also darf ich den Pilz nicht kriegen. So. Ich brauche nur den Stern. Dann kann ich hier nämlich durchlaufen. Und wieder in die Türe reingehen? Oh! Oh! Schlüssel. Ich brauche natürlich alle Schlüssel. Ist aber gar kein Thema. Ich finde, man muss eh ein Level immer erstmal... Ja. Verstanden haben komplett. Also wie sieht die Route aus? Wie funktionieren die einzigen Mechaniken innerhalb des Levels? Und dann... Hier sind auch alle drei direkt. Oh ja, das ist ja mega geil. Komm, gib mir Damage, bitte. Das ist ja mega gut. Na komm, rein da jetzt. Rein da. Ich hab jetzt alle Schlüssel. Und da ist auch die Türe, in die der Schlüssel reingehört. Die habe ich auch schon gesehen. Die wurde da natürlich nur nirgends genutzt bisher. Und ein weiterer Checkpoint. Da drücke ich sogar auf Pause. So sehr freue ich mich, dass ich das direkt bemerkt habe. Man muss sagen, hier haben wir auch wieder echt ein gutes Beispiel dafür. Und das macht Manu bisher 1A, wie eine gute Schwierigkeit getroffen wird. Je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich reingebe in das Level, je mehr ich reingrinde, desto mehr bekomme ich auch zurück. Und es gibt trotzdem schöne Checkpoints, die so platziert sind, dass es nicht komplett frustrierend ist. Stimmt, hier gibt es ja auch noch ein fettes Boss-Battle. Das war ja irgendwie noch die fette Ansage, ne? Dass hier irgendwie fett abgeht. Bisschen doof ist es, dass ich jetzt hier den, also ich verstehe das Konzept schon. Denke ich. Problem ist, ich hab's schon gebreakt. Ich brauche nämlich den Panzer da oben. Und muss den dann, denke ich, an die Seite ballern oder damit auf die Bosse schießen. Kommt da bitte nochmal eine Runde. Genau. So, dann kommt er hier rein. Und läuft dann da unten nämlich entlang. Ah, okay. Und jetzt bekomme ich hier nämlich dauerhaft welche raus. Das ist ja gut. Leider will der eine hier nicht runterkommen. Das würde mich halt mal freuen, wenn der irgendwie... Ach, guck mal hier jetzt. Das sind zwar fast sogar mir persönlich ein bisschen zu viele Gegner. So viele wollte ich gar nicht haben. Ich will eigentlich nur einen Gegner, der mir Gutes tut. Ach, die Maulwürfe dazwischen drin sind ätzend. Aber ich glaube, da muss ich eigentlich nur einfach den Panzer hochballern. So, ich muss mich mal töten. Ich glaube, wir begegnen jetzt erst der eigentlichen Schwierigkeit des Levels. Ich glaube, das davor war im Vergleich dazu schon gut Pillepalle. Ja, okay. Wir haben einmal Damage drin. Aber, wie Konfuzius schon sagte... Oh, guck mal, ich kann die hier ja... Oh! Guck mal hier! Das ist ja, eine interessante Info.
Ich kann die Maulwürfe blocken. Okay, haben wir wieder einen Treffer gemacht. Da habe ich zwar gleich 20 Maulwürfe drin. Ach, oh, ist das echt krass. Du brauchst ja so viele Treffer für die. Oh Gott, nein! Und dann wartet man hier zu lang. Man hat direkt ein Problem. Ich hab's noch nicht mal geschafft, einen dieser Bosse irgendwie fertig zu machen. Zum Glück gefällt mir die Mechanik ganz gut. Ich glaube, sonst wäre das alles nicht so leicht machbar. Geil. Doppelt geil. Dass hier oben halt auch noch irgendwelche versteckten Blöcke drin sind, ne? Das muss echt nicht sein, weil das nimmt dich mega aus dem Rhythmus raus. Die Maulwürfe machen da wirklich eine ganz schlimme Party draus. Und ich hasse die Maulwürfe auch. Ihr seht in mir keine Wut. Das ist einfach nur ein klares Statement, dass die Maulwürfe... Die kommen aus einer ganz besonderen Ecke. Och Mann, ey, dieser Boden! Wieso dieser Boden? Der macht's doch für alle nur schlimmer. Ganz schlimm macht's der für alle. Ne. Es sind zu viele Gegner, um hier zuverlässig zu werfen. Diese Maulwürfe dazu, dass von oben der fallende Boden... Rein da. Ich habe einen Schlüssel. Und ich brauche einen zweiten. Okay. Fair enough. Man braucht 3 Treffer für jeden Boss. Den ersten habe ich jetzt mal geplättet. Aber ich brauche beide Schlüssel. Da wurde ich ganz schön bestraft dafür, dass ich hier dachte, vielleicht hat nur einer einen Schlüssel. Wäre aber auch nett gewesen. Aber warum dann 2 Bosse überhaupt das hinstellen, wa? So, ich habe einen kleinen Hack, den ich ausprobieren will. Und der hat was mit diesem... Ja, jetzt kann ich ihn gar nicht mehr ausprobieren, deswegen töte ich mich mal kurz. Der hat was mit diesem Panzer zu tun. Und zwar, wenn ich mich mit dem Panzer unter eine Röhre stelle, wo so ein Maulwurf rauskommt, dann sollte ich einen Maulwurf immer direkt killen können, den Cooper-Panzer verwenden können und habe einen Maulwurf einfach weniger auf dem Tableau. Und jetzt bleibe ich mal hier stehen. Ich glaube, hier kommen die Maulwürfe raus. Oder ein Maulwurf. Und wenn der jetzt hier... Oh, der spawnt dann sogar nicht mal. Oder wie? Aber wenn der nicht mal spawnt... Dann sind wir natürlich auf einem ganz anderen Schnack. Och nee, ey, diese... Warum die Maulwürfe? Okay, wir haben einen Schlüssel. Ein Maulwurf rennt inzwischen auch ganz woanders rum. Ist auch beeindruckend, finde ich. 2 Schaden wären es doch gewesen. Aber wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Und es ist ein geiler Bosskampf. Ich weiß, ich klinge wie ein Psychopath, wenn ich das so ausspreche. Aber es ist ein geiler Bosskampf. Oh, oh. Ich glaube, es ist noch ein Treffer, ne? Oh Gott. Es war so klar. Es war mir wirklich klar. Ich dachte mir schon, das wird es jetzt nicht gewesen sein. Man muss diesen Bosskampf schon noch ab und zu mal machen. Zieh den Panzer auf den Kopf, mein Junge. Ah. Diesmal kam einer raus. Aus der Röhre. Aus dem Loch. Ich gehe nachher echt in so einen Garten. Auf so ein riesiges Feld. Und grab das einmal komplett um. Oh Gott. So. Immer wirklich in dem Moment, in dem ich an dem zweiten anfange, kommt dann doch mal ein Maulwurf irgendwie schlecht positioniert rum. Und man ist halt zu dem Zeitpunkt auch schon immer klein. Aber Leute, ich muss meine... Ja, erstmal muss ich jetzt sowieso sterben, weil ich versehentlich den Block da aktiviert habe. Ich muss meine Taktik revidieren, dass es gut ist, an der seitlichen Röhre zu stehen oder so. An der Mitte stehen und jeden Panzer nutzen, der irgendwie möglich ist. Und die Maulwürfe einfach mit Drehsprüngen irgendwie direkt wegpetzen. Weil sonst verliert man auch irgendwie den Flow aus den Augen. Mit den Panzern wirklich zu treffen.
Also die hier ganz relaxed einfach so angehen und dann jeden Panzer, den man zur Verfügung hat, einfach nutzen. Und bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach auch mal alles ganz langsam machen. Sag mal, habe ich noch 3 Leben? Und bin schon beim 2. Was denn hier passiert? Frage ich mich da, ne? Ja, und dann passiert natürlich sowas. Panzer landet eigentlich im Loch, trifft ihn aber nicht. Schaut in meine Augen. Schaut in meine Augen. Wehe, da kommt noch ein Bosskampf. Ey, wäre ich da gestorben. ey. Ich habe inzwischen nur noch die möglichen bitteren Momente für ein Video im Kopf. Wäre ich da gestorben. Jesus. Ja, 37 Minuten 17, die Aufnahme insgesamt ging knapp eine Stunde. Bei 54 Minuten sind wir. Ist auch gut, dass ich gerade immer möglichst früh morgens aufnehme, um eben der Hitze zu entkommen, weil die braucht man jetzt nicht auch noch wirklich, wenn man so ein heißes Level da am Start hat mit Lava und einer guten Schwierigkeit bis zum Bosskampf, der eben viele Variablen drin hat, die es einem auch leicht versauen können, wie eben der Boden, der wegfällt oder die Maulwürfe oder die Blöcke über bzw. unter der Röhre, aber über einem, wodurch man sich dann da was blockieren muss und sowas. Also da ist schon auch viel Frustpotenzial vorhanden, aber insgesamt ist der Bosskampf geil gestaltet. Also es ist dann einer, wo man sich wirklich freut, wenn man ihn auch weggeboxt habt. Ihr merkt das ja sowieso immer, dass ich mich auch bei Level mit irgendwie 0, irgendwas freue, wenn ich die noch wegboxen kann. Da haben wir das erste wirklich schwierigere Level. Da könnt ihr objektiv nichts gegen sagen, da steht ein 0 vor dem Komma. Das erste schwierigere Level, Lava is Coming, von GLP, beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr doch wie immer, was zu tun ist. Ihr wisst es doch, hm? Harry, Werner, Thomas, Angela, Denise, Jana, ihr wisst doch, was zu tun ist. Deswegen macht's auch gerne. Und natürlich abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen, falls ihr euch schon darauf freut, wenn es immer weiter runter ins GLP-Level-Loch geht, aber dafür immer weiter hoch mit der Schwierigkeit. Bis dahin.